Wie viel Rendite erzielen unsere Kunden eigentlich wirklich? Guck mal hier, ich habe hier einige Fallbeispiele von Kunden, die seit einigen Jahren bei uns sind, die nach diesem wissenschaftlichen Ansatz, den wir immer wieder predigen und empfehlen, ihr Geld angelegt haben. Ich zeige dir mal, was die jetzt in der letzten Zeit hier an Rendite tatsächlich abgeholt haben. Also hier zum Beispiel haben wir einen, der hat im Juni 2020 begonnen. Der hat hier 31.920 eingezahlt. Der hat dann hier über die Jahre immer wieder Zuzahlungen gemacht. Das heißt, hier flossen immer wieder neue Euros rein. Und er hat in Summe jetzt aktuell hier 156.634 Euro an Vertragsguthaben. Hier haben wir das nochmal aufgelistet. Wir sehen hier, er hat knapp 130.000 eingezahlt und 156 drin. Hier können wir das Ganze auch nochmal grafisch sehen. Und hier der blaue Balken. Das ist der Gewinn, den er bisher gemacht hat. Der hat jetzt bisher seit Beginn unserer Zusammenarbeit 8,58% Rendite gemacht, und zwar nach Kosten. Über die gesamte Zeit insgesamt ist damit sein Vermögen um über 21% gestiegen. Hier haben wir zum Beispiel einen anderen, der hat auch monatlich einen Sparplan, und zwar seit April 2020. Und der spart jeden Monat 980 Euro. Und auch der hat immer wieder mal was zugezahlt, hier zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedliche Höhen. Und der hat in Summe jetzt 184 in der Geldanlage drin. Der hat hier sogar 145 eingezahlt, 184 drin. Das heißt, der hat einen Gewinn von 38.000 Euro. Das heißt, der hat eine Rendite pro Jahr nach Kosten von 11,78%. Und hier haben wir zum Beispiel einen, der hat jetzt zum Stand, dem 25.07.23, folgende Werte. Der hat eine Einmalzahlung geleistet, und zwar hier von 35.000 im Oktober 19. Außerdem ist er seit August 19 monatlich am Sparen, und zwar in Höhe von 256 Euro im Monat. Der hat jetzt insgesamt etwas über 47.000 angespart, eingezahlt, und etwas über 60 sind drin. Das heißt, auch der hier hat einen Gewinn und hat entsprechend eine Rendite pro Jahr von 7,59%. Pro Jahr bisher eben abgeholt an Gewinn. Unten sehen wir jetzt nochmal, das Grüne hier ist das eingesetzte Kapital, also alles, was er eingezahlt hat. Und das Blaue ist sein Gewinn, was er jetzt eben hier in gut 3, 4 Jahren Zusammenarbeit mit uns erreicht hat. Du kannst also sehen, der Investmentansatz, den wir hier empfehlen, nach den wissenschaftlichen Grundsätzen, der funktioniert. Wir haben hunderte Kunden, die solche und ähnliche Renditen abholen. Natürlich hängt es immer auch ein bisschen von der Laufzeit ab, aber im Schnitt über die Zeit gesehen holen alle Kunden irgendwas zwischen 6 bis 10% Nachkostenrendite im Schnitt pro Jahr ab. Bekommst du von deinem Berater auch jedes Jahr so ein Rendite-Reporting? Siehst du auch jedes Jahr ganz genau, wie viel Rendite du abgeholt hast? Erfahrungsgemäß sind die meisten Verträge, die man draußen so abschließt, die Leute uns vorlegen zur Prüfung, deutlich schlechter. Die meisten Leute haben nur eine Rendite von 1 bis 3%, wenn es gut läuft. Viele, viele Verträge sind sogar nach 10 Jahren oder noch länger immer noch im Minus. Und du siehst, das Ganze funktioniert auch wesentlich besser. Du kriegst vielleicht jedes Jahr von deiner Versicherung eine Wertmitteilung, aber da steht selten drauf, wie viel du eingezahlt hast, und noch seltener steht da drauf, wie viel Rendite du tatsächlich bisher abgeholt hast. Und frag dich mal, warum die Versicherung dir das nicht transparent machen will. Die Antwort lautet, weil du dann viel zu schnell sehen würdest, dass die Verträge, die du hast, sich teilweise überhaupt nicht rechnen. Und genau das geht besser. Unsere Kunden kriegen jedes Jahr einen Rendite-Report, wie du es hier gerade gesehen hast. Und dann können sie ganz genau sehen, auf einen Blick, wie ist die Geldanlage gelaufen. Es gibt dazu noch eine Erklärung, wie das Ganze zu lesen ist. Und dann ist ganz leicht erkennbar, ob man auf dem richtigen Weg ist. Wenn du also auch Verträge hast, wo du einzahlst und dir unsicher bist, ob die sich lohnen, ob da wirklich am Ende des Tages was bei rauskommt, dann biete ich dir an, mach's wie hunderte andere, wie tausende andere, buch dir einen kostenlosen ersten Termin bei uns und dann lass uns mal gemeinsam auf deine Verträge gucken und lass uns mal herausrechnen, wie viel Rendite holst du denn de facto in deinen Verträgen ab. Und dann können wir das nebeneinander legen und daraus können wir dann erkennen, welche Anlagestrategie für dich für die Zukunft am besten ist.